Zählt das BAföG als anrechenbarer Hinzuverdienst auf eine EM-Rente? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Eine Schnellfrage für 9,90 Euro, die wir beantwortet haben. Ich studiere noch täglich nicht mehr als eine Stunde und bin fast fertig mit dem Studium. Ich habe im Monat Juni 2022 rückwirkend eine volle EM-Rente bewilligt bekommen. Ich beziehe BAföG. Wird mir dieses BAföG an die EM-Rente angerechnet? So die Frage. Nein. Anrechenbar ist nach § 96a SGB 6 nur das Arbeitsentgelt, das Arbeitseinkommen und sonstige vergleichbare Einkommen. Es zählt also im Grundsatz nur Einkünfte, die aus eigener Arbeit stammen und dem Steuerrecht unterworfen sind. Das BAföG ist eine Ausbildungsbeihilfe. Es hat keinen Charakter einer Lohnleistung und dient nur zur Unterstützung des Studierenden. Es ist nach § 3 Ziffer 11 Einkommensteuergesetz sogar steuerfrei. Das BAföG als steuerfreie Leistung wird daher nicht als Hinzuverdienst im Sinne des § 96a SGB 6 anzurechnen sein. Wer aber studiert und eine EM-Rente erhält, sollte unbedingt auf eines achten. Die deutsche Rentenversicherung kann im Zusammenhang mit dem Studienabschluss, das meist ein neuer Beruf ist, prüfen, ob noch die Voraussetzungen für eine Erwerbsminderungsrente vorliegen. Insbesondere die Frage, ob gerade mit dem neuen Beruf eine andere Leistungseinschätzung im Zusammenhang mit der bestehenden Erwerbsminderung vorzunehmen ist. Bezieher einer EM-Rente sollten sich daher nicht sicher sein, dass die deutsche Rentenversicherung keine Überprüfung vornimmt und abcheckt, ob bei ihnen die Möglichkeit besteht, dass sie wieder arbeiten können. Eine solche Überprüfung macht aber die DAV nur dann, so unsere Erfahrung, wenn ihr auch tatsächlich Anhaltspunkte für eine geänderte Sichtweise vorliegen. Das kann auch der neue Studienabschluss sein. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.